Ich habe 18 Brote. Oder wie wir Amerikaner sagen würden, 18 Breads. Ah, not bad. Thanks, man. Thank you. Thank you very much. Thanks you. Thanks. Thanks you. Thanks you. I would like to meet some peoples. I love working with people and my hobbies are going to the cinema and meeting friends. Classic, immer ja. Ja, Freunde treffen halt. Ja. Freunde treffen. Digga, wirklich genauso wie du es gesagt hast, man muss es auch so im Englischunterricht machen. Meeting with friends. Junge, ich weiß noch damals in der 7. Klasse, wo wir neu waren in der Klasse, also bei uns, ne, Gymnasium ab der 7. dann losging. Das ist so skaff, dass es überall anders nicht so ist. Ey, ich weiß, ich wusste nicht, was Leichtathletik auf Englisch heißt. Und ich konnte halt einfach, da habe ich halt einfach, also, ich habe einfach gesagt, dass ich halt keine Hobbys habe, weil ich nicht wusste, was Leichtathletik auf Englisch heißt. Stell mal vor, keiner kennt dich, neue Klasse, und du bist der, also... Keine Hobbys. Okay, bin ich jetzt der Hobbylose oder bin ich der halt... Der Light Athletic sagt. I don't know what Leichtathletik means. I don't have hobbies. Ja, I don't like hobbies. Yeah. Ja, auch so mit der quietschigen Stimme. Huge! Oh mein Gott! Oh mein Gott! The Legend, Alter!